Das ist Ingo, der Hauptdarsteller unserer kleinen Geschichte. Und das ist die Handyklasse, in die Ingo geht. Zusammen mit seinen Freunden Samson, Winnie, Bernd und Hattie. Am liebsten vergleichen die Handys ihre Apps, die sie geladen haben. Eines Tages kommt Samson mit einer neuen App, BAM, in die Schule und ist ganz stolz. In der Klasse zeigt Samson Bernd ganz stolz die neue App. Und dann kommen auch Hattie, Ingo und Winnie in die Klasse und sehen sich neugierig an, was die anderen da machen. Hattie geht gleich rüber und ist total begeistert. So eine tolle App. Auch Ingo schaut rüber. Und Winnie kommt hinterher. Doch Ingo sieht, die neue App kann er gar nicht laden. Die passt nicht zu seinem System. Und das erzählt er auch den anderen. Hattie will die App trotzdem unbedingt haben. Winnie ist noch ein bisschen skeptisch und meint, okay, die drei können ja erstmal alleine was machen. Wir gehen dann erstmal. Am nächsten Tag haben außer Samson auch noch Bernd und Hattie die neue App geladen. Und das sehen Winnie und Ingo, als sie in die Klasse kommen. Winnie möchte die App am liebsten auch sofort haben und versucht Ingo zu überreden, sie doch auch zu installieren. Aber Ingo kann das ja gar nicht. Aber das ist dann Winnie irgendwann egal. Und sie denkt sich, dass sie die App unbedingt haben möchte und lässt Ingo einfach stehen. Am nächsten Tag haben alle außer Ingo die neue App und spielen wie verrückt damit. Alle sind total begeistert und als Ingo in die Klasse kommt und das sieht, geht er erstmal zu ihnen rüber wie früher. Aber die anderen kümmern sich überhaupt nicht um ihn. Sie sind nur mit der neuen App beschäftigt. Ingo guckt sich das erstmal an und versucht dann mit ihnen zu reden und fragt sie, ob sie nicht wieder zusammen etwas machen sollen wie so wie vorher. Aber die anderen interessiert das überhaupt nicht. Sie spielen einfach weiter und gucken Ingo nur genervt an. Ingo versucht es noch ein paar Mal, aber irgendwann sagen ihm die anderen, Ingo, du störst, lass uns endlich in Ruhe spielen. Da wird Ingo ganz traurig. Auch in der Pause geht es weiter. Nur noch die neue App ist interessant. Alle spielen sie wie verrückt, bam. Und Ingo? Der steht ganz alleine daneben und guckt sich das Ganze traurig an. Er überlegt, wie schön es jetzt wäre, mit den anderen zu rutschen oder eine Sandburg zu bauen oder zu schaukeln. Und er fragt sie auch, ob sie das nicht machen wollen. Aber die anderen haben nur an der App Interesse und meinen zu Ingo, dass er doch auch die App laden soll. Als er ihnen sagt, dass das nicht geht, meinen sie, dann bist du voll uncool. Geh einfach weg, lass uns in Ruhe. Hau ab, Ingo, du nervst. Da steht er ganz alleine da. Am nächsten Tag kommt Ingo schon ganz traurig in die Schule und sieht, wie Winnie, Hattie und Bernd wie verrückt BAM spielen. Aber was ist mit Samson? Der steht ganz alleine da und sieht sehr traurig aus. Ingo spricht ihn an und erfährt, dass bei Samson die App BAM abgestürzt ist und die anderen deswegen nicht mehr mit ihm spielen wollen. Das kann Ingo natürlich sehr gut verstehen und meint zu Samson, dass er trotzdem gerne sein Freund wäre, so wie früher. Und da freut Samson sich natürlich und versteht plötzlich, wie es für Ingo gewesen sein muss, als so gar keiner mehr mit ihm reden wollte. Und wie schön es ist, wenn es denn da trotzdem jemanden gibt, der für einen Verständnis hat, auch wenn man vielleicht nicht dieselbe App hat und dass das gar nicht so uncool sein muss. Und da denken sich die beiden, dass sie das mit den anderen doch gerne klären möchten, damit sie sich alle wieder gut verstehen und sprechen sie an und fragen sie, wie es denn jetzt weitergehen soll und dass sie gerne wieder Freunde wären